Außen fertig. Bei Holzkunst Nobelhobel wissen. Jetzt geht's innen weiter. Gleiche Technik. Nur anderes Holz. Espenholz, speziell für Sauna geeignet. Keine Äste, keine Harzgallen. Ganz schlichte Ausführung. Bretter festtackern ist ja nicht so interessant, also wir schalten euch mal weg und schalten euch wieder dazu, wenn es hier besser aussieht. Aua. Ja, was ist denn hier? Machen wir mal weiter oder was? Gut, kannst du schon hinlegen. Alles machst du kaputt. Jetzt machen wir erst die Decke. 2,3 Meter. Die ersten Deckenbretter sind geschnitten und hier haben wir wieder bei der Nut die Rundung abgesägt für eine scharfe Kante und mit der fangen wir jetzt hier an der Wand an. Wir verwenden hier übrigens 40er Tackernägel für 15er Bretter. Sind wir hier unten bei der Seitenwand wieder bei unserem Schieber angekommen. Noch zwei Bretter und dann kommt die Stirnwand, wo der Ofen hinkommt. Hier ist übrigens unser Lampenkabel. Ja. Oh, wieder ein Mann. Also über der Tür sind wir durch. Die haben wir jetzt dahinter laufen lassen. Hier, das ist ja wieder 45 Grad hinterschnitten, so wie außen auch. Und das ganze Spiel haben wir jetzt hier auf der Seite auch gemacht. Und jetzt arbeiten wir uns wieder hier von der Tür weg in die Ecke. Und da haben wir noch den Fühler, der ja direkt Mitte über dem Ofen liegt. Circa 15 cm unter Oberkante Kabinendecke. Zulage haben wir. Ja. Ja, ja. So runde Bretter sind schon Schweinebacken. So, jetzt kommt wieder Zwangslüftung. Tada! Dann starten wir jetzt mal mit dem Bau der Saunabänke. Und ich habe mir hier die Innenmaße eingetragen. 2,18 Meter, 1,63 Meter. Danach werden wir jetzt die Bänke zusägen. Das ist übrigens ein klassisches Schreineraufmaß auf einem Reststück. Dann schauen wir mal, wie wir das hier am besten aufteilen. Wir haben also hier spezielles Abachi Saunabauholz. Kann ich euch unten nochmal verlinken. Ziemlich offenporig, keine Knoten, keine Harzgallen. Sehr leicht, so fast wie Balsaholz. Ist aber auch ziemlich unterschiedlich. Kann man vom Gewicht her nicht definieren. Das ist so ähnlich wie bei Meranti Fensterbauholz. Da kann es sein, dass man ein Stück in der Hand hat. Das ist leicht wie eine Feder. Und das nächste hat man das Gefühl, dass da Blei eingegossen ist. In jedem Fall gibt es hier keine Probleme mit irgendwelchen austretenden Harzen oder sonst irgendwas, wo man dran kleben bleibt. Jetzt habe ich mir ein paar Abstandsklötzchen gesägt von 1 cm Stärke. Und die stecke ich mir jetzt hier dazwischen als Zwangsabstand. Jetzt wird das Ganze so konstruiert, dass hier eine Leiste hochkant steht, hier eine Querleiste ist und dann werde ich die hier ausfelzen, damit ich das hier von Vorkopf ordentlich verschrauben kann und die Schraube hier nicht seitlich sichtbar. Querholz müssen wir gleich dann dementsprechend ablängen. So habe ich mir das vorgestellt mit dem Falz und jetzt kommt hier das Querbrett rein und dann kann ich das hier vor Kopf verschrauben und die Seite hier liegt ja nachher an der Wand von der Sauna an. Also Sichtbereich ist hier, deshalb wollte ich hier keine Schraube drehen. Und dann können wir jetzt die Länge festlegen hier von dem Querriegel. Jetzt sieht man hier der Falz noch mal ein bisschen besser. Gut, ich habe mir das jetzt ganz zart mit einer Zwinge zusammengedreht hier. Und dann verschrauben wir mal die erste.
ist, glaube ich, unschwer zu erkennen, wem der Akkuschrauber da ist. Tipptopp. So, zusätzlich Schleim reinmachen. Bei 100 Grad Raumtemperatur eher unnötig. Steht nichts über. Tipptopp. Jetzt bauen wir uns erstmal einen rechten Winkel. Und dann haben wir es gleich einfacher mit dem Anhalten, wenn wir die ganze Bank verschrauben. Manchmal habe ich ja helle Momente. Jetzt habe ich das so gemacht, dass hier die Rundung von der Diele noch hier vor dem Rahmen vorsteht, weil das ein schönerer Abschluss ist. Das Ganze ist jetzt seitlich vermittelt, links, rechts. Dann können wir das anschrauben. Natürlich auch vorgebohrt. Jetzt habe ich die ganz bewusst 3-4 mm versenkt, dass man da nicht dran kommt mit den Fingern. Weil bei 100 Grad ist so eine Schraube unangenehm. Sehr schön. Ja, die ist schön versenkt. Das Ganze steht. Alles gerade ausgerichtet. Da wird das immer so gehen. Und wenn man jetzt schön jede hier auf so einer Schablone hier zusammenschraubt, dann sehen die auch danach alle gleich. Ich habe jetzt immer meinen tiefen Anschlag und ich habe immer meinen rechten Winkel hier durch das Anlegen. Da kann nichts schief gehen. Und als Zwischenräume habe ich ja hier meine Abstandsplätzchen. Das heißt, eine Bank ist nachher wie die andere. Jetzt gucken wir mal, ob die dazwischen passen. Jawohl. Kommt jetzt eine vorne hin, eine in die Mitte, eine hinten. Das hier drücke ich gleich mit Zwingen noch zusammen, damit der Abstand stimmt und das hier keinen Bauch kriegt. Und dann werden die alle nach unten verschraubt. Pro Brett zwei Schrauben, einmal diagonal versetzt. Zack, 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 zack. Reststücke haben wir ja genug. Jetzt habe ich mir hier ein Musterstück aus meiner eigenen Sauna geholt. Kopfstütze. Und die bauen wir jetzt mal nach. Zweimal. 77 und ein Meter Reststücke. Was ist denn jetzt? Ich denke, du bist fertig hier. Hä? Hä? Ja. Nochmal bezeichnen. Schönheit. So, Gesundheit. Das ist meine Antwort. So, jetzt muss ich zweimal links und zweimal rechts bauen. Das habe ich direkt schon wieder verkackt. Das sah so schwer aus. Ich kann das. Das ist Abachi-Holz. Ah, das hätte ich besser als Preisfrage gestellt. Was ist das für ein Holz? Dann gucken wir da. Das sieht schon ungefähr so aus wie das, was ich bauen wollte. Dann lassen wir die Rundungen da überstehen. Dann ist das auch schick. Schicko Bello. Ein kürzerer Arbeitsweg wäre auch gut, ey. 9,2 dick gesamt. Gut, kleiner Zeitsprung von der Werkstatt wieder auf die Baustelle. Und ich lege jetzt die Höhe der Bänke fest. Also Oberkante Bank vom Boden aus ist 1 Meter. Abzüglich den Stark 9. Dann habe ich hier Oberkante Leiste 91 cm vom Boden. So, jetzt machen wir das aber alles von oben, weil das ist ja alles im Blei. Jetzt beten wir, dass das passt, was wir hier gebaut haben. 2 mm Luft habe ich gebaut.
Ja, ist das so. Ja, ich würde mal sagen, läuft bei uns. Die unten runter ist, habe ich noch 4 mm schmaler gebaut, weil die jetzt zum Ausziehen ist, damit die nicht so kantet beim Vorziehen. So, und die jetzt hier drin kommt, die ist ja ziemlich spack und wird dann hier mit einer Schraube, mit einer Schlüsselschraube verbunden. Das ist die Theorie. Wenn der Schreiner hat es genau Dings, gell? Schau. Ja, guck mal, da brauchen wir gar keinen Schraub, da wird es so. Ja, das ist mal probieren. Hier ist mal der Karton holen. Geh mal den Karton. Ja, dürft ihr auch mal im Nahen gucken. Querbank und dann hier um die Ecke bis hierhin. Also schön mit dem indirekten Licht. Ich glaube, man sollte den Baustrahler hier drin lassen, das wirkt cool. Mach weg. Abstand. Wenn das anfängt zu knacken, dann ist es bei. Und nach fest kommt ab. Haben wir gelernt. Ah, ich kann aber an keinen Schrauben und keinen Akku. Fünfer Bohrer mitbringen und mein Bohrfutter. So, andererseits. Ja, wir sind 2 mm, dann hab ich 5. Ja, ja, alles gut. So, dann nochmal Höhe. 25. Ist gut bei dir? Ja. So. Einmal. Dann da die Ton. Also ich habe die 5 cm vom Innenmaß her auf jeder Seite kleiner gebaut. Und dadurch entsteht dann hier so eine filigrane Ecke. Da kann man gut mitleben. Dann machen wir den Lüftungsschieber. Bei mir in der Sauna sitzt der hier auf der Innenseite. Aber ihr habt ja gesehen, wie wenig Platz da unter der Bank ist. Also krabbelt sowieso keiner hin. Wird nie einer bedienen. Dann besser hier. Hier hat man einen besseren Zugang. Wenn man jetzt genau guckt, kann man sehen, dass ich hier schon die Schrauben in die Wand gedreht habe, um den Ofen aufzuhängen. Ohne Folie ist er auch definitiv schöner. Also war kein bayerischer Hersteller, war nur eine Schutzfolie. Jetzt kann man hier auf dem Aufkleber noch mal schön erkennen, was zu beachten ist. Also wir brauchen eine Mindesthöhe von 25 cm zum Boden, eine Mindestabstand zur Decke von 90 cm ab oder Oberkante Ofen. Und jetzt kommt hier noch eine Einhausung aus Holz um den Ofen als Schutz gegen Verbrennungen. Das muss mindestens 4 cm Abstand haben hier zu dem Metallkörper. Meinst du mit dem tollen Mädel im Bild? Ich habe mehr der Flieder gemeint. Achso. Das hier, das ist von der Formgebung auch im Ski von dem Ofen. Finger weg. Nein. Helfen. Nachladen hilft. Bin ja auch kein Freund von Tackerklammern. Aber an der Stelle Schrauben wäre noch schlimmer. Und hier noch einen dahinter packen. Dann haben wir wieder unser Zwangsabstandsmaß zum Ofen nicht mehr. Jo, so, das war glaube ich die allerbeste Lösung. Du hast jetzt hier im Türbereich, hast du das nicht hier so blöd darin stehen. Ja. Und hier unten hast du nichts in die Füßen, kannst unten drunter mit Putzlappen durchgehen. Ja. So, und wir haben hier unsere 4 Zwangsabstand. Ja. Laut Hersteller. Der Wahnsinn. Ich hoffe, unser Kunde weiß das zu schätzen. Ich bin fertig. Kannst du Bericht aufkleben.
Lampenposition. Da? Ja. Das hält ja super an dem Affenschwungholz. Einmal Thermometer, einmal Hydrometer. Das hängen wir jetzt hier an die Rückwand hinten mittig. Das ist ein Nagel. Das kriege ich nicht hin. Ich kann nur schrauben. Zurück. Da. Holztechnisch farblich abgestimmt. 3,5, 3,5, 20. Kopfstütze noch rein. Dann haben wir hier unten die Bank eingehangen inzwischen, die man jetzt einfach vorziehen kann. Entweder als Sitzplatz oder als Trittvieh hochzukommen. So, wir sind soweit durch hier mit unserem Gewerk. Nochmal zur Erinnerung, die ganzen Saunabänke sind aus Abachiholz. Die Innenverkleidung ist Espenholz. Man kann auch Fichte Tanne verwenden, aber sollte dann eine A-Sortierung nehmen, ohne viel Äste und ohne Harzgallen, weil das fühlt sich bei 90 Grad ziemlich eklig an auf der Haut. Die Außenverkleidung haben wir mit Fichte Tanne dementsprechend so verkleidet. Und dann haben wir gerade noch die Glastür eingebaut. Über den Handel ist uns der Akku leer gegangen von unserer Kamera. Aber nicht schlimm, ich habe euch hier oben ein Video verlinkt, wie man eine Glastür setzt. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video. Und tschüss. Thank you.